Das britische Radteam hat seit 1908 keine Goldmedaille bei Olympischen Spielen gewonnen und war 110 Jahre chancenlos und hat keinen Sieger bei der Tour de France gestellt. Dann kam Dave Brailsford als sportlicher Leiter und was sich dann geändert hat, wie er das gemacht hat, warum das passiert ist und wie du davon profitieren kannst, das erzähle ich dir in diesem Video. Und damit hallo und herzlich willkommen. Seit 1908 kein olympisches Gold und 110 Jahre kein britischer Tour de France-Sieger. Dann kam Dave Brailsford als sportlicher Leiter des Radteams und ich lese dir vor, was dann passiert ist. Bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking hat das britische Radteam 60% aller möglichen Goldmedaillen gewonnen. 2012 in London wurden 9 olympische Rekorde und 7 Weltrekorde durch britische Radfahrer aufgestellt. 2012 gewann Bradley Wiggins die Tour de France und 2015, 16 und 17 Chris Froome und 2018 Geraint Thomas, alles Briten. 6 britische Siege in 7 Jahren bei der Tour de France, also nach 110 erfolglosen Jahren. Wenn man das sieht, jetzt von 2007 bis 2017, wenn man diese Dekade nimmt, dann hat das britische Radteam 178 Championships eingefahren, 66 olympische oder paraolympische Goldmedaillen gewonnen, 5 Tour de France Siege eingefahren und 6 Tour de France Siege eingefahren und es war das erfolgreichste Fahrradteam aller Zeiten. Jetzt natürlich die spannende Frage, was hat dieser Dave Brailsford da eigentlich anders gemacht als alle anderen? Und zwar hat er eine Strategie angewandt, nämlich die Summe der minimalen Fortschritte. So hieß diese Strategie, The Aggregation of the Marginal Gains. Und ja, er hat einfach alle seine Trainer angewiesen, alle seine Fahrradfahrer angewiesen, jeden Beteiligten, jeden Mechaniker, allen angewiesen, einfach nach dem minimalen Fortschritt zu suchen in dem, was sie tun. Und ich lese dir ein Zitat von Brailsford vor, das, glaube ich, das sehr, sehr gut aussagt. Und zwar lautet es, das ganze Prinzip ging von der Idee aus, dass man eine signifikante Steigerung erhält, wenn man alles in seine Einzelzelle zerlegt, was einem nur einfällt, wenn man ein Fahrrad fährt und es dann um 1% verbessert und alles wieder zusammensetzt. Die Strategie der minimalen Fortschritte. Er hat nichts Gravierendes geändert. Er hat nicht alles auf den Kopf gestellt. Er hat die Strategie der minimalen Fortschritte durchgeführt. Wie waren diese Erfolge nun alle möglich? Wie hat Dave Brailsford es geschafft, aus einem durchschnittlichen Fahrradteam, das nichts gewonnen hat, das Weltklasse-Team zu formen, das alle Rekorde gebrochen hat, das zu einem wahnsinnig tollen Team geworden ist? Wie konnte diese Summe der kleinen Veränderungen so eine exorbitante Auswirkung auf den Erfolg dieses Fahrradteams haben? Und wie kannst du das für dein eigenes Leben umsetzen? Das ist ja wahrscheinlich die spannendste Frage für dich natürlich. Wie das funktioniert, das erzähle ich dir im morgigen Video bzw. im morgigen Podcast, wo auch immer du das gerade hörst oder siehst. Und ja, ich lade dich recht herzlich ein, den Kanal zu abonnieren, morgen wieder reinzuschauen und unbedingt das morgige Video anzusehen und teile dieses Video mit Freunden, Bekannten, Verwandten, die vielleicht auch hinter dieses Geheimnis von Dave Brailsford da genauer schauen wollen und sich dieses Geheimnis zunutze machen wollen. Vielleicht kennst du da wem, für den das spannend ist, dann teile dieses Video oder teile diesen Podcast mit ihm. Das soll es für heute zunächst einmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen, mach's gut, bis morgen und genieße deinen Tag.